starken Referenten, das war ja schon verbessert und deswegen denke ich, sollte das eigentlich im selben Modus weitergehen. Wir kommen zum Advanced Organizer für Lagern und Kommissionieren. Das ist das Kapitel 5 und wir haben das in zwei Teile geteilt. Und heute ist das entspanntere, das passt auch gut zu der Evaluation. Heute reden wir nämlich über Lager und Dimensionierung. Also wie groß muss man ein Lager bauen? Und beim nächsten Mal reden wir dann über Kommissionierung und Spielzeiten, das heißt, welchen Durchsatz kann man eigentlich erzielen? Ja, also wie viel geht rein und raus? Das ist die eine Frage, wie lange brauche ich? Heute sprechen wir darüber, wie groß muss ich denn ein Lager bauen und wie kann ich es denn überhaupt bauen? Also wir sind jetzt in unserem Gesamtprozess hier bei Lagern und Kommissionieren. Wir haben ja Warten und Bedienen kennengelernt. Warten und Bedienen ist das Material, das wir aufheben, um kurzfristig uns zu entkoppeln von Nachfrageschwankungen oder von Störungen an Maschinen. Lagern ist das geplante Aufheben von Gütern, um später das Bedarf befriedigen zu können. Und Kommissionieren ist dann das Entnehmen von Teilmengen aus einem solchen Bestand, um einen Kundenauftrag zu befriedigen. Grundsätzlich sprechen wir natürlich von Just-in-Time- und Just-in-Sequence-Produktionen von kleineren Beständen. Aber tatsächlich treibt die Globalisierung natürlich größere räumliche Distanzen zwischen Produzenten und Abnehmern. Und deswegen geht es zum Beispiel in deutschen Maschinen- und Anlagenbau vielen Branchen nicht so gut, aber in der Fördertechnikbranche geht es zurzeit prima. Lager bauen ist in. Ja, ich bin zwar auf ganz Herzen lieb, seit auch nicht, aber Globalisierung ist der Stärketreiber und wir alle treiben das. Weil früher konnte ich noch fragen, wer hat ein Handy aus deutscher Produktion? Und ich hatte mein Nokia aus Bochum noch dabei, aber davon habe ich mich auch verabschiedet. Und wahrscheinlich gibt es keinen, der nicht ein Handy aus chinesischer Produktion hat. Ne? Aber wir haben das alles halt nicht in 10 Wochen geliefert gekriegt, sondern in ein paar Tagen. Und das geht nur, wenn es irgendwo ein Lager gibt. So, darüber reden wir. Nach dem Lagerkommissionieren kommt es sortiert und dann kommt die Zuverlässigkeit und dann die Planung. Was gehört dazu? Wir sprechen heute, einerseits braucht man Bestandsverläufe und Analyse. Das heißt also, wie kann sich eigentlich der Bestand entwickeln, wie verhält er sich über der Zeit und kann man das analysieren. Und wenn man das kennt, dann muss man auch festlegen, wie man denn die Lagerplätze zuordnen will. Lagerplatzverwaltung, das kann man nicht eine freie oder dynamische Zuordnung oder manche Leute sagen auch chaotische Lagerhäufung dazu, machen es ohne, man kann es fest zuordnen. Das heißt, dasselbe Teil liegt immer an derselben Stelle. Wenn man das gemacht hat, dann kann man damit dann das Lager dimensionieren, das heißt die Anzahl der Stellplätze festlegen. Wir können dann überlegen, welcher Lagertyp dafür, welche Bauart geeignet ist, um diese Plätze auch unterzubringen. Und dann kann man später auf die Zugriffszeiten zukommen und dann kommen wir dazu, zu Kommissionierzeiten. Und wir können dann die ganzen Systeme klassifizieren nach Bereitstellung, Bewegung und Entnahme. Und am Ende kommt dann so etwas wie eine Kommissionierzeit oder Auslagerzeit aus. Was sollten Sie jetzt können, wenn wir hier durchkommen? Sie sollen Lagersysteme fachkundig beschreiben können, die wichtigsten Bauformen erklären können und ihre Vor- und Nachteile erörtern und die bestimmenden Parameter für die Dimensionierung, also für die Lagergröße und für den Auslastungsgrad ermitteln und deren Auswirkungen quantitativ bestimmen. Das ist der Teil, ne? Die Lernziele für die Kommissionierung kommen. Also, was ist ein Lager? Ein Lager dient dazu, einen Prozess, eine Quelle, wo Güter kommen, zu entkoppeln von einer Senke, in der die Güter dann irgendwann gebraucht werden. Und der Bestand dazwischen ergibt sich als Differenz zwischen allen Zugängen bis zum Zeitpunkt T minus aller Abgänge bis zum Zeitpunkt T. Also der Bestand ist immer der Resultierende aus den Zugängen und Abgängen. Deswegen in der Logistik wird häufig versucht, den Bestand zu steuern, und das geht eigentlich nicht. Die Eingriffsgröße sind, man kann entweder versuchen, den Abgang zu steuern, wenn es Rabatte gibt, eine Aktion macht, ja, oder was verschrottet, ja, oder die Zugänge zu steuern, wann mal was besteht. Ja. Wie das genau geht, damit beschäftigen wir uns in der Vorlesung Logistik. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das irgendwie gemacht wird, und wir finden dann im Buch verschiedene Formeln, wie das verläuft. Mein Vorgänger hatte den sehr unscharfen Satz auf Lager, er sagte, fängt dann zu sagen, ihre Lagerbestände sind das Spiegelbild ihrer Unfähigkeit, ihre Lagerzu- und Abgänge miteinander zu synchronisieren. Das ist sehr hässlich, aber auch sehr wahr. Also das ist das Lager und es hat eben einen Bestand zur Zeit T. Und je schlechter das synchronisiert ist, desto mehr brauchen sie. Man kann Lager, wenn man zwei gebaut hat, dann muss man überlegen, wie weit man die füllen kann. Ich kann mich noch erinnern, zu meiner Industriezeit,
Da gab es immer große Diskussionen, warum man dann eigentlich im Vorhinein wissen müsste, welche Bestände und welche Absätze man in welchen Märkten haben wollte. Weil das Business war, wo man sagt, passen Sie es dann an. Das Gummilager ist aber nach wie vor nicht erfunden und deswegen wird man nicht umhinkommen, auch im Vorhinein sich Gedanken zu machen, wie man das baut. Wenn man es dann gebaut hat, dann hat das eine bestimmte Größe und das, die Zahl B ist dann die Zahl aller Stellplätze, die Sie haben und B quer ist dann die Zahl der im Mittel genutzten Stellplätze und F ist dann der Füllgrad, wenn ich sage, wie viele von den verfügbaren Plätzen haben Sie denn im Mittel genutzt. Und man würde natürlich sagen, es ist viel cooler, wenn alle Stellplätze, die ich habe, auch tatsächlich genutzt habe oder umgekehrt, wenn ich nicht mehr Stellplätze gebaut habe, als ich benötige. Das wäre dann ein Füllungsgrad von 1, den sehen Sie hier oben. Was hält uns davon ab, das zu erreichen? Das Problem ist, dass Lagerbestände schwanken. Ja, aus den verschiedenen Gründen, der Absatz ist nicht gleichmäßig, Lagerzugang erfolgt in großen Dosen, es überlagern sich Effekte von vielen Artikeln. Und deswegen gibt es eine Schwankung des Lagerzustands. S von B ist die Standardabweichung des Bestands. Und wenn wir die in Bezug setzen zum mittleren Bestand, dann kriegen wir den Variationskoeffizienten der Schwankung des Lagerbestands. Und der kann im besten Fall 0 sein. Und wir haben hier mal gehört, auch, haben aufgehört zu zeichnen bei 1. Der könnte natürlich noch weitergehen. Also im besten Fall ist er 0. Und wir sehen, wenn der Lagerbestand immer konstant ist, dann können wir sozusagen das Lager auch zu 100% auslasten. Wenn er das nicht ist, wird das nicht funktionieren. Ja. Nehmen wir mal hier ein Variationskoeffizient von 0,5. Ja. Der Variationskoeffizient, wissen Sie, ist dann die Wurzel aus der Variabilität oder das Square Coefficient of Variation. Also hier haben wir schon relativ große Schwankungen. Wir sehen hier was Neues und das ist der Sicherheitsgrad, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass unser Lager richtig dimensioniert ist. Das heißt, weder es ist leer gelaufen, noch es ist übergelaufen. Und wir können natürlich sagen, wir wollen eine sehr hohe Qualität unseres Lagerprozesses, das heißt hier 99,9%. Das heißt, in 99,9% aller Zeiteinheiten ist unser Lager in einem vitalen Zustand. Also ist es weder leer noch übergelaufen. Also noch stehen Dinge auf dem Hof oder in einem gemieteten Zelt. Und wir sehen, wenn wir den Sicherheitsgrad erhöhen, hier von 80% auf 99%, dann reduziert sich der mögliche Lagerfüllungsgrad, das ist klar, weil ich für immer mehr Schwankungen Vorsorge treffen muss. Je größer die Schwankung, also ich will ja in 99,9% der Fälle im grünen Bereich sein, das heißt, ich muss sehr viel Luft lassen und deswegen ist der durchschnittliche Füllungsgrad sehr klein. Sie sehen, je mehr es schwankt, desto höher, je weniger es schwankt, desto höher kann das Lager auslasten. Also wir haben folgende Bestimmungsfaktoren, wie stark schwanken die Lagerbestände, wie hoch soll es im Durchschnitt ausgelastet sein und welches Sicherheitsniveau möchten Sie haben. Und zwei von diesen Parametern können Sie festhalten und einen dritten Parameter, der stellt sich dann quasi automatisch ein. Also das ist der wichtige Zusammenhang zwischen Lagerfüllungsgrad, Schwankung des Bestandes und Sicherheitsniveau, was also Ausdruck des Lagers in einem Datenzustand. Hier liegt ein Tippfehler vor, den müssen wir gleich mal eliminieren, der ist eigentlich total peinlich. So, welche Möglichkeiten der Platzzuordnung gibt es? Es gibt, wie Sie vorhin gesehen haben, verschiedene Begriffe. Es gibt also die statische Platzzuordnung oder feste Lagerplatzzuordnung. Der Artikel liegt immer am selben Platz. Das hat man gerne in der Produktionslogistik, weil man immer weiß, dieser Artikel liegt immer hier. Und dann kann man auch sehr schön kennzeichnen, wie viel der Mindestens und wie viel der Maximal liegen soll. In der Distributionslogistik ist es am Anfang, wenn Sie sich selbstständig machen, mit irgendwas zu handeln, eine gute Methode. Das heißt, dieser Artikel liegt immer hier. Aber sobald sich das Spektrum verändert, neue Artikel in Zukunft, andere wegkommen, dann wird es schwierig. Ja, dann finden Sie in Lägern, die schon eine Weile lang so betrieben werden, da finden Sie dann so schöne Zettel. Ja, hier sollte eigentlich A liegen, aber da drüben geht es weiter. Das wird dann so wie eine fragmentierte Festplatte. Ja, also feste Lagerplatzzuordnung ist schön für die Visualisierung, ist aber schlecht, wenn Sie größere Bestände haben. Dann gibt es die dynamische Lagerplatzordnung oder freie Lagerplatzwahl oder manche Leute nennen das, oder ziemlich häufig findet man in der Praxis welche, die nennen das chaotische Lagerplatzordnung. Chaotisch ist es nicht, chaotisch ist das, was auf meinem Schreibtisch stattfindet, ja? Obwohl ich gerade dabei bin, aufzuräumen. Aber wer schon gesehen hat, das nachvollziehen. Das heißt, wir suchen einen Lagerplatz nach bestimmten Kriterien. Diese Kriterien, an denen wird immer noch viel geforscht. Ich habe gerade letzte Woche war ich in Hamburg, hat Frau
Dr. Anne Piepenburg ihre Promotion verteidigt, die sich darüber Gedanken gemacht hat, wie man denn Lagerplätze am schlauesten vergibt. Die hat sozusagen auf das geguckt, was wir nach Weihnachten machen, dann nämlich auf die Lagerspielzeit. Und dann hat gesagt, es wäre ja cool, gut, dass die Fächer, die wir schnell erreichen können, dass wir die häufig benutzen und dass wir sozusagen, wenn wir irgendwas archivieren für die nächsten 10 Jahre, dass wir das irgendwie ganz weit weglegen, wo wir nicht so oft zugreifen müssen. Also es gibt da verschiedene Ideen, wie ich das einordnen kann, aber es gibt nicht für einen Artikel einen festen Platz, sondern man sucht sich den bestmöglichen, und was bestmöglich ist, ist dann wiederum ein anderes Kriterium. Ja. Sie werden sich auch damit beschäftigen können, was die Auswahl, was die Auswirkungen sind. Ja. Es ist so, also das werden Sie sehen, dynamische Lagerplatzzuordnung oder freie Lagerplatzwahl führt zu einer höheren Auslastung des Lagers, weil wir einen sogenannten Kühlungseffekt haben. Das heißt, die Spannungen verschiedener Artikel können sich gegenseitig in einem gewissen Grad kompensieren. Deswegen sind große Lager im Allgemeinen so gebaut, dass man eine freie Lagerplatzwahl hat. Die freie Lagerplatzwahl wiederum hat dazu geführt, in den 70er Jahren, dass man Lagerverwaltungsrechner eingeführt hat. Das heißt, ein Rechnersystem, das genau weiß, welche Plätze es gibt und welcher Artikel mit welcher Menge an welcher Stelle liegt und auch wie alt er ist, sodass man zum Beispiel First in, First out, also den ältesten Artikel zuerst auslagern, dann auch einbauen kann. Also aus dieser Erkenntnis, dass die dynamische Lagerplatzordnung raumeffizient ist, haben sie ein Lagerverwaltungssystem entwickelt, die am Anfang wirklich nur geguckt hat, wo liegt welcher Artikel. Inzwischen sind das viel umfangreiche Software-Systeme, die eben auch den Mitarbeitereinsatz steuern, die Automatisierungstechnik steuern, die Transporte steuern, woraus dann die großen Software-Systeme geworden sind. Aber das ist der Ursprung, warum man da eigentlich einiges in die IT gekostet hat. Hier gibt es eine Statistik, wo ich keine Quelle angeben kann, das ist mir ganz unangenehm, aber ich kenne die Quelle nicht. Die hat schon mein Vorgänger verwendet und haut auch nicht, dass er sie selber hat, dass er sie kopiert, aber keiner weiß mehr, woher die ist. Trotzdem trifft sie es wahrscheinlich ungefähr und jetzt haben wir, die Urheberrechtsgeschichte hat sich jetzt ja für ein Jahr erstmal vertagt, jetzt kann ich sie weiter drin lassen. Hier steht drin, hier zu sehen, wie häufig kommt welche Lagerbauform vor. Hochregallager, also Regale, die über 6 Meter hoch sind, sind die häufigste Lagerbauform. Und dann kommen klassische Breitenregale, die niedriger sind, Rücklaufregal, sogenannte Flow Racks Shooter, also wo Sie hinten was reinstecken sollen, nach vorne durch. Da gibt es automatische Kleinteillager, Bodenlager, Fachbodenregale, das heißt die Lichtenlager. Und hier sehen Sie also eine ganze Menge von Lagerbauformen, die es gibt. Und müssen wir so eine Statistik immer noch machen. Wie funktioniert das? Am allereinfachsten ist das die sogenannte Bodenlagerung. Das heißt, Sie stellen alles auf den Boden und stapeln es übereinander. Zum Beispiel Kühlschränke bei Bosch Siemens Hausgeräte oder jetzt Bosch Hausgeräte werden so gelagert. Das sind ganze Türme, da kann man mehrere Kühlschränke übereinander stellen, das liegt die Packung her. Und das kann man dann entweder ausbilden als Bodenzeilenlager, das heißt, man stellt die immer so nebeneinander, dass man dazwischen einen Gang hat, mit dem man die zugreifen kann. Oder wenn man größere Mengen eines Produktes auf einmal hat, ein sogenanntes Bodenblocklager, also zum Beispiel Henkellager zu seinen Persilpaletten. Wenn man einen besseren Zugriff braucht, dann kann man ein Hochregallager bauen, was Sie hier sehen. Das ist sind Regale, die eben bis zu 40, 45 Meter hoch sein können, die mit sogenannten Regal-Bediengeräten, die wir bei der nächsten Einheit besser kennenlernen, dann automatisch bedient werden, dort die Palette holen, zum Auslagepunkt bringen oder auch wieder einlager können. Das sind die Geräte, die zwischen 10 und 20 Tonnen liegen und dann eben solche Paletten mit relativ großer Geschwindigkeit bewegen können. Also das ist das, was Sie an der Autobahn sehen, wenn Sie zum Beispiel hier nach Norden fahren, dann sehen Sie Karlsruhe-Bosch, dann sehen Sie später bei Frankfurt, sehen Sie Lipp und solche Dinge. Sehr häufig trifft man im Kompensierbereich sogenannte Durchlaufregallager, die Sie von einer Seite schicken und aus der anderen Seite nehmen können. Die haben den Vorteil, dass man eben die Entnahmeseite und die Beschickungsseite voneinander trennen können, was die Handhabung leichter macht. Die Herausforderung liegt ein bisschen an diesem Winzel Alpha, den Sie da unten sehen. Diejenigen, die Maschinenbau studiert, können sich das gerne mal überlegen. Das Problem ist, dass quasi auch der leichteste Behälter, der muss noch durchlaufen. Und gleichzeitig darf der schwerste, der fällt in ein leeres Durchlaufregal eingeschleust wird, darf nicht unten rausschießen. Das ist, das ist ein bisschen die Herausforderung. Und Sie brauchen ja, Sie müssen nicht nur die Reibung überwinden, sondern jede Rolle muss ja in Bewegung gesetzt werden. Und
verliert dann solche Energie nicht, weil sie weiter sich dreht. Nichtsdestotrotz müssen sie sie halt einmal in Bewegung setzen, damit es funktioniert. Deswegen gibt es dann auch ganz clevere Systeme mit Bremse. Der andere Problem hier ist, dass natürlich wenigstens in einem Segment alle Regale gleich tief sind. Das heißt, wenn Sie sich die in der Praxis angucken, sind die leider auch total leer. Dann gibt es natürlich ganz primitive Systeme, ein sogenanntes Palettenregal, hier aus einem amerikanischen Lager. Das ist als abschreckendes Beispiel gedacht. Kann mir jemand sagen, warum ich meine, dass das ein abschreckendes Beispiel ist? Nein, aber ein bisschen dunkler, damit man das besser sehen kann. Warum ist das ein abschreckendes und kein gutes Beispiel? Also stellen Sie sich vor, Sie müssten da arbeiten. Also Sie haben beschlossen, Ihr Studium nicht abzuschließen. Logistik gefällt Ihnen aber, also werden Sie Lagermitarbeiter oder Mitarbeiterin und Sie würden da jetzt arbeiten. Ja, guck, genau. Also wenn ich da die Pakete raushauen müsste und das zum Beispiel die zweiten Regale sein, was raushauen müsste, wäre total unpraktisch. Da würde ich gar nicht drankommen. Und die großen Paletten sind ja noch umgeschweift. Das müsst ihr dann auch erstmal noch alles öffnen. Aber ja. Das ist eigentlich ziemlich nutzerunfreundlich. Ja, also erstmal man muss in die zweite Ebene, dafür gibt es dann hoffentlich einen Stapel, da hinten steht er. Aber man muss dann irgendwie trotzdem noch ein Messer da ran und die umschrumpfte Folie da entfernen, sonst kann man ja nicht einzelne Paletten teilen. Was noch? Ja, wir brauchen ja noch ein zweites Gerät, um quasi an den zweiten Platz zu kommen. Oder in zwei Regalen. Ich habe jetzt gedacht, das kann, also das fährt quasi auf. Das ist eben nicht, das fährt nur die Kartons da durch die Gegend. Ich hatte gedacht, eben, man kann mit diesem Gerät auch in den zweiten oder dritten Regalboden reinfahren. Also, nee, kann es nicht. Also da bräuchte es einen Mast, den es nicht hat. Ich sehe jetzt auch kaum eine anständige Beschriftung. Also die Etiketten sind ja hier auch seitlich angebracht. Ja. Also die Fächer sind gar nicht beschriftet, das müsste irgendwo hier sein. Ne? Und die Kartons sind auch nicht von vorne beschriftet, sodass man es gut lesen kann. Da hinten gab es eine Wortmeldung. Nein. Ja. Gut. Also, das ist das andere. Dann sind es eine Menge Einlegpaletten, die auch nicht sonderlich stabil aussehen. Also was Sie normalerweise haben sollten, ist eine klare Logik, welcher Stellplatz wo ist. Wenn es geht, maschinenlesbar, sodass Sie mit dem Scannen kontrollieren können, ob Sie das richtig haben. Wenn es geht, auch auf den Artikel ein Barcode, sodass Sie das miteinander freihaken können und eben ein Gerät, mit dem Sie das sagen, auch bedienen können. Das Beispiel war übrigens nicht aus einem Katalog der abschreckenden Beispiele, das sollte übrigens ein gutes Beispiel sein, aber ich fand es eher abschreckend. Dann gibt es sogenannte dynamische Lager. Das heißt, das Lagergut bleibt nicht an einer festen Stelle stehen oder liegen, sondern bewegt sich. Es gibt zum Beispiel verschiedene Regallager, können Sie bei uns im Institut angucken. Unser Archiv mit alten Master-, Bachelor-, Diplom- und Doktorarbeiten ist ein solches Verschieberegallager. Das heißt, hier hat man nicht zwischen jedem Regal eine Gasse, sondern man hat nur eine Gasse und durch verschiedene Regale kann man dann die Gasse an verschiedene Punkte bringen. Ja. Nachteil ist, man hat keinen hohen Durchsatz. Vorteil ist, man verschwendet den Platz. Hier rechts ist ein sogenanntes Umlaufregallager oder Karusselllager, das gibt es horizontal, dann heißt es Karussell oder vertikal, dann heißt es Paternoster. Das heißt, hier vorne ist ein B- und Entladepunkt, hier kann ein Mensch kommissionieren und während er das Zeug ablegt, dreht sich das Regal weiter, sodass er den nächsten Artikel greifen kann, ohne dass er selber einen Weg zurücklegen muss. Wir sind ein bisschen im Rückgang begriffen, die Energie, die man braucht, um das immer wieder in Bewegung zu setzen, doch relativ hoch ist. So, dann haben wir die Bodenlagerung, wo das zweite ist, und drücke hier auf den falschen Knopf. So, dann gibt es noch Kompaktlagerung, wenn Sie das keine Verschieberegale wollen, dann kann man das auf diese Art machen. Sie haben hier ein Regalbild direkt, da werden wir das nächste Mal mehr drauf eingehen, das hat einen Satelliten dabei. Und das Regal hat einfach in dem Fall hier vier Stellplätze auf einer Ebene in einem Kanal und dieser Satellit kann eben bis dahin hinfahren und eine Palette rausholen. Das heißt, wenn Sie eine große Lagermenge haben und wenige Artikel, dann können Sie auf die Art eine wesentlich höhere Dichte erzielen. Die Dichte, effektiv zu erzielen, Lagerdichte bei einem Regal mit nur einfach die Verlagerung liegt in der Größenordnung von etwa 35-30%. Das heißt,
des umbauten Raums, des umbauten Volumens. Das heißt, sie haben am Ende eine ganze Menge Luft im Lager und damit kann man das natürlich verbessern, weil man mit einer Klasse natürlich besser schieben kann. Die Technik auf dem Regal gegen Gerät, also dieser Satellit, wird natürlich aufwendiger, das kann sich aber eben lohnen. Das hier ist ein klassisches Fachbodenregal, finden Sie in vielen Applikationen. Amazon arbeitet fast überwiegend mit solchen Sachen, wenn Sie da nicht gerade Kiva haben. Das könnte ein Bücherregal sein, da liegen die Artikel drin. Auch dieses ist aus einem Prospekt, und ich finde es aber auch kein gutes Beispiel, kann man jetzt sagen, warum, was man an dem denn zu kritisieren hätte. Warum würden Sie das nicht in einem Prospekt machen? Oder würden Sie es im Prospekt abfinden? Was meinen Sie? Die zwei Ebenen gibt es relativ häufig, das muss man sagen. Also da haben Sie die schnelle Erfläche unten und die Landschaft da oben. Ne? Also wenn man die Halle ausnutzen will, da würde ich jetzt, also man muss sich natürlich überlegen, wie das Zeug drauf und runter bringt. Ne? Die untere Ebene ist schon sehr hoch, glaube ich. Also schon lieber Kopf greifen. Ja, also die Frage ist, welche Leute arbeiten da oder wie sorgt man dafür, dass sie zumindest eine kleine Leiter oder einen Tritt mit haben, neben sie hoch gehen können. Also das wäre nur dann sinnvoll, wenn es Artikel gibt und die da langsam dreher sind. Wir hatten auch mal so ein Lager und hatten dann auch einen Kommissionierwagen, so einen Tritt dran, aber dieser Kommissionierwagen hatte dann den liebevollen Namen der Panzer, weil er ein bisschen schwer war. Ja. Dann wäre extra so ein Wägelchen, das konnte schieben oder konnte dann auch draufstehen und dann oben hinlegen. Aber also, wie gesagt, es war nicht sonderlich begehrt. Es war ein guter Versuch, aber leider nur das. Was ganz schlecht ist, was Sie ganz oft finden hier oben, die Beleuchtung läuft quer zu den Gängen. Das heißt, Sie haben da jede Menge Schatten und Sie sehen nicht viel. Und Sie finden da die Untersuchung, welche Faktoren die Qualität beeinträchtigen oder umgekehrt befördern. Und das Wichtigste ist gute Beleuchtung. Da unten sieht es besser aus. Warum? Weil da sind die Lampen quasi in der Regalkonstruktion aufgehängt und hängen dann quasi zwangsläufig entlang der Gasse. Da oben läuft es quer, sieht man relativ häufig. Dann ist es auch hier nicht ordentlich beschriftet und der Füllgrad ist auch sehr gering, also kann man das besser machen. Ja. Hier sehen Sie ein Lager, was deutlich besser ist. Ja. Hier sehen Sie ein aufwendiges Kommissioniersystem. Die Aufträge werden in Wannen transportiert, in länger Wannen halten an Stationen, die Sie sehen hier an Bahnhöfen. Und, das, was Sie greifen sollen, liegt hier oben drüber. Die Schnellquer direkt über den Bahnhöfen, die Langsamquer liegen hier in Fachbodenregalen, die klar markiert sind und wo es auch eine klare Markierung gibt, welches Lagerfach was beinhaltet. Also so wäre es ein bisschen besser und auch die Beleuchtung, sehen Sie hier, ist über dem Arbeitsbereich. Man kann das auch automatisch erledigen. Das ist ein automatisiertes Lager für Kleinladungsträger. Hier werden solche Behälter werden gelagert und dann bei Bedarf ausgelagert, um entweder vollständig entnommen zu werden oder nur Teilmengen zu entnehmen, dann wird der Rest wieder eingelagert. Was Sie davor sehen, ist dann die Fördertechnik, bestehend aus den uns sehr bekannten Elementen, Förderstrecke, Verzweigung, Zusammenführung. Wir nehmen dann aus diesen Gassen, in denen die Regalbedingungen fahren, hier sehen Sie ein solches Gassenland, an den jeweiligen Kommissionsplatz transportiert kann und wieder zurück. So sieht dann so etwas als Schemazeichnung aus. Das ist bei Daimler in Gabersheim, das kleine Lager. Sie sehen hier die Gassen mit den Regalbedinggeräten. Hier vorne sehen Sie Arbeitsplätze. Mehrere Regalbedinggeräte sind einem Arbeitsplatz zugeordnet, die dann hier die entsprechenden Materialien nehmen. Hier ist dann die Förderstrecke, die Teile dann verteilt im Arbeitsplatz. Hier wird dann kommissioniert in Kleinladungsträger, die dann mehr dagegen sind. Das Thema Kommissionierung sprechen wir später. Sie sehen hier, man kann dann eben entsprechend in die Höhe kommen und kann dann sehr hohe Kompensierungseffizienz erzielen, weil die Mitarbeiter keine großen Wege zurückzulegen haben. Was sollten Sie lesen? Vom Kapitel 5, die Kapitel 5.1 oder Abschnitte 5.1 bis 5.3 einschließlich. Und falls Sie mit der Faltung noch nie zu tun haben, dann gucken Sie die Definition und im Abschnitt 4.14.2 das an. Und die Definition davon geht in 4.14.1. So, das war der Input.
Also, das ist das, was Sie brauchen. Das sind die Lagerbauformen, von denen man etwas verstehen sollte. Gibt es hierzu noch Fragen von Ihnen? So. Die Fallstudie hierzu haben wir mit IOO Consultants zusammen erstellt, die eben, bei der Sie eben eine solche Dimensionierung vornehmen, sollen sich dann auch überlegen, welche Flächenbedarfe sind, was im Buch jetzt nicht vorkommt, wie man von Zahl der Fächer auf Raum und Fläche kommt. Also ich glaube, die Umrechnung darf ich Ihnen freihändig zutrauen. Das werden Sie dann so hinkriegen. Also, dass man dann, wenn man ein Fach 20 cm tief und 20 cm breit hinstellt, dass man dann eine gewisse Fläche braucht. Und wenn man viel übereinander macht, das ist dann klar. Hierzu noch Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, dann würde ich schließen. Mit einigen wenigen würde ich mich ja nachher wieder treffen zum Thema durchfahrende Fallstudie. Alle anderen sehen wir dann am Donnerstag. Genau. Ich hoffe, es kommen recht viele. Falls irgendjemand hier nicht zur Fallstudie kommt und ich ihn vor Weihnachten nicht mehr sehe, wünsche ich frohe Weihnachten. Einen guten Start ins neue Jahr. Lassen Sie sich hätscheln und fegen oder reisen Sie oder machen Sie etwas Gutes und kommen Sie mit voller Laune an am 10. Januar wieder in unsere Veranstaltung. Vielen Dank für diese Frage. Ja, Glück, ja. Schmal, Regal, Breiten. Ja, es gibt Schmalgang, Regal und normal. Ja. Ja. Genau. Und wie ist das Gangverhältnis bei einem Blockplan? Ist das Gangverhältnis bei einem Blocklager? Ja, also in Blocklagern gibt es nach meinem Kenntnisstand keine Schmalgang-Lösung. Schmalgang, also es gibt, wenn Sie einen normalen Starter sich anschauen, dann hat so ein Starter einen Wendekreis. Ne? Und selbst wenn Sie den fantastisch bauen, dann brauchen Sie mindestens eine Gangbreite, die so groß ist, wie von der Gabelspitze bis zum Heck des Gabelstabes. Und dann brauchen Sie ein bisschen noch mehr. Da gibt es eine einschlägige VDI-Richtlinie, die Sie in Perinorm finden können. Und die sagt Ihnen, wie breit ein solcher Gang ist, und der ist dann 3,20 Meter breit. Also Sie brauchen quasi 1,20 Meter Palette, dann mit dem Gegengewicht haben Sie nochmal 1,20 Meter bis 1,60 Meter vom Stapler, und dann braucht der hinten noch, müssen Sie noch dahin fahren können. So, es gibt für andere Applikationen gibt es sogenannte Schmalgangstapler, bis hin zu geschwürten Staplern, die dann seitlich beladen. Das ist aber nach meinem Kenntnisstand, aber ich habe mich gerade überlegt, gibt es nicht für Bodenblocklager, weil die nie so exakt ausgerichtet sind, dass das funktionieren kann. Ja. Gut. War es das? Noch eine Frage? Ansonsten dürfen Sie jetzt klopfen oder auch nicht.